Herzlich willkommen zurück zu Sky Saga Alpha 5 mit Airesu. Ich bin Airesu und krieg das hier nicht weg. So, drück mal. Ich gehe heute noch einmal versuchen, Impiondes Insel zu besiegen. Ich bin gespannt, ob ich es diesmal hinkriege. Beim letzten Mal lief es ja nicht wirklich sonderlich gut. So. Aber beim zweiten Mal ist man meistens besser. So, das hier ist ganz witzig, mit einem Ausweichen aufgenommen. Hier haben wir schon wieder das entsprechend. Ich finde, solche Tutorial-Tipps sollten nicht unbedingt in Ladebildschirme rein. Also mir persönlich gefallen sie da einfach nicht. Gut. Dann machen wir mal schnell die Quests aus dem Bild raus. So, so und so. Und los geht's. Wir erinnern uns, wir müssen Kurvensprünge machen. Und zwar wirklich Kurvensprünge, Sprünge und keine Geraden. Wie eben. So, bis hierhin lief's gut. Hoppala. Das war dämlich. Da habe ich jetzt... Moment kurz. Ich brauche eine leere Hand. Für den Fall, dass ich aus Versehen drücke. So. So geht's. Rechtsklick drauf und nicht. Warum bin ich da jetzt gehopft? Das habe ich nicht gedrückt. Aber ein schönes Muster habe ich hier gerade gesehen. Also von unten sieht's... Moment mal. So sieht's fast aus wie ein Hakenkreuz. Das ist nicht schön. Aber das ist mit ziemlicher Sicherheit nicht gemeint. Hoffe ich zumindest. Natürlich kann ich nicht dafür garantieren, dass Impiondes kein Nazi ist, aber er kam mir nicht so vor. Ah, Gott! Ey, das wird einfach bloß... Verdammt! Ein Strudel sein. So. Hopp. 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 Und... Nein! Verdammt! Das muss ich erstmal wieder hinkriegen jetzt. Aber es wird nicht so lange dauern wie beim letzten Mal. Da bin ich mir ziemlich sicher. Beim letzten Mal waren wir ja schon bei ungefähr 20 Minuten, als ich es da zum ersten Mal rumgeschafft habe. Heute geht das überhaupt nicht, verdammt. Weil ich nach 20 Minuten schon aufhören muss. Ich bin gerade etwas in Zeitnot. Deswegen bin ich auch dafür, dass ich es jetzt bei dem nächsten Durchgang schaffe. Oh Gott. Oh, verdammt. Daraus ist nichts geworden. Hopp. Hopp. Und hopp. 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 So, und wir gehen rum. Verdammt! So klappt's nicht. Ganz genau im Kopf, wie ich's gemacht habe, weiß ich's leider auch nicht. Ich weiß, dass... Hoppala. Der Schlüssel die Mausbewegung war. Aber die habe ich ja drin. Deswegen weiß ich nicht, warum es nicht funktioniert. Auf jeden Fall kann man offenbar theoretisch sehr schnell durchkommen. Oh Gott. Da habe ich eben versucht abzukürzen. Hat nicht geklappt. In unter 50 Sekunden hat es der Schnellste jetzt geschafft. Ist jetzt die Frage, ob der schnellste Impiondes ist oder jemand anderes. Oh, nein, verdammt! Jetzt habe ich es rüber geschafft, aber ich gucke am besten mal nach. Wo ist denn die Tafel? Hier. Sangara. Aha. Oh Gott, der zweitplatzierte P-Hump mit circa 30 Sekunden mehr. Das riecht verdächtig nach einer Abkürzung, die keiner kennt.
Oh Gott, verdammt nochmal. Und hopp. Das war dämlich. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber den Versuchen hier zuguckt oder ob ich einfach alles aufnehmen soll und dann den total professionell geschafften letzten Versuch online stellen sollte. Also ich meine, die Folge werde ich noch durchversuchen natürlich. Aber es gibt ja dann auch noch weitere Rennen. Geht doch. Und hopp. Hopp. Leicht hopp. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott. Hopp. Hopp. Moment. Nein! Wie war das? Wie musste man darüber? Ich glaube, ein Kurvensprung. Hoppala. Um dann von der Seite reinzukommen, um auf der richtigen Höhe zu sein. Oh Gott, verdammt. Okay, der Trick dabei ist, gleichzeitig nach oben zu drücken und aus irgendeinem Grund scheint zu helfen, die Leertaste noch gedrückt zu halten. Und dazu natürlich noch die Taste, um zur Seite zu kommen. Ja, okay, das mit der Leertaste ist einfach bloß gewesen, weil ich total verkrampft bin. Warum habe ich eigentlich die Schwerter gezogen? Die brauche ich doch gar nicht. Oh Gott, das war knapp. Hier einen Kurvensprung machen? Nein, das war es offenbar nicht. Nee, ich denke, ich werde dort quasi rüber sprinten müssen, ohne den Sprung zu machen. Hätte ich mir mal das letzte Video angeguckt, dann wüsste ich das noch. Oh Gott. Und rüber. Rüber. Das geht ja relativ flott, wenn man sich nicht fürchtet. Oh Gott, nein! Gut, nächster Versuch. Hopp. Hopp. Oh Gott, das war dann doch etwas zu flott. Hopp. Gut, ja später hopp. Hopp. Und hopp. Hopp. Verdammt. Da habe ich das Sprinten vergessen. Aber man kommt innerhalb... Oh. Dadurch wieder das, wo man... wenn man hier rüber sprintet, dann kommt es manchmal vor, dass man... in so einen Pseudosprung geleitet wird. Und das war jetzt einfach nur vollkommen dämlich von mir, weil ich nach links gedrückt habe. So. Top. Habe ich da gerade tatsächlich Schaden genommen von dem Minisprung? Ja, tatsächlich. Mit Sprinten kommt man da auf das nächste. Da muss man bloß rechtzeitig aufhören mit dem Sprinten. Und
das ist wahrscheinlich die Schwierigkeit. Oh Gott. Hopp. Hopp. Ui. Uiuiui. Ah, verdammt. Da hätte ich auch warten müssen, bis ich festen Sitz gehabt hätte. Nein! Jetzt versuche ich hier gerade schnell zu den Stellen zu kommen, wo ich noch nicht weiterkam. Dadurch komme ich gar nicht erst dorthin. Abkürzungen finden sollte man... beziehungsweise den schnellsten Weg finden sollte man erst versuchen, wenn man es durchgeschafft hat, denke ich. Und rüber. Oh Gott. So. Und weiter. Hopp. 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 Nein. Doof, dass man hier keine Blöcke setzen kann. Das wäre total einfach. Ja, aber darin sind die meisten Rennen in Anführungszeichen in Minecraft gescheitert. Was nur relativ wenige dabei. Hoppala. Den Blockbau ausgestellt haben. Da heißen, wenn 20 Leute den Weg durch so ein Labyrinth hier, also quasi, also so ein, nein, so ein Jump-and-Run-Rennen hätten finden sollen, hätte man in den meisten Fällen, hoppala, vielleicht 2 Leute gehabt, die sich versucht hätten dran zu halten und 18 verschiedene Wege durch die Luft, die neu dazu gebaut worden wären. Natürlich gibt es auch Server, in denen dafür gesorgt wurde, dass das nicht möglich ist. Das sind dann die bekannt gewordenen. Also vorausgesetzt, die hatten auch noch einen kreativen Map-Designer. Verdammt. Aber das Gros damals, als ich mir das angeguckt hatte, waren wirklich... verdammt. Die schlecht eingestellten Server. Rückblickend, ich habe keine Ahnung, warum Minecraft wirklich so erfolgreich geworden ist. Voxelspiele gab es schon vorher. Ich schätze, das war einfach eine Menge Glück damals von Notch, dass er das Voxelspiel hatte, das erfolgreich geworden ist. Ich meine, ist ja schön für ihn. Aber ich finde es merkwürdig. Ich finde es übrigens auch sehr schön für die Spieleszene. Ich mag ja solche Voxelspiele. Voilà. Haha, geschafft. Oh Gott. Und hopp. Haha. Hopp. Nein! Wenn ich es nicht mögen würde, hätte ich ja nicht jetzt schon, ich glaube, 3. Ja, das ist jetzt meine 3. Skysucker-Reihe. Weil ich ja nach Alphas unterteile. Ihr merkt gerade, ich habe keine Ahnung, was ich gerade noch groß sagen soll hier zum Rennen. Deswegen schwafle ich einfach so vor mich hin. Wenn man mich unterbrechen würde und fragen würde, was ich gerade gesagt habe, ich hätte keine Ahnung. Ja.
Gott! Circa 5 Minuten habe ich noch. So. Und rüber. Und hops. Und hops. Vorsichtiger hops. Vorsichtiger hops. Zur Seite gehen. Vorsichtiger hops. Oh Gott. Vorsichtiger hops. Hier schon mal zur Seite gehen. Vorsichtiger hops. Vorsichtiger hops. Sprint. Oh Gott, oh Gott. Und Kurvensprung. Nein, nein, nein! Ich hätte nur weiter nach vorne laufen müssen, dann hätte ich mich den Stein noch hochziehen können. Uiuiui. Oh Gott. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum ich manchmal runterfalle da vorne und manchmal nicht. Etwas, das ich wieder unbewusst tue. Die Sprint-Taste habe ich, glaube ich, jedes Mal aktiviert, aktiv, wenn ich es tatsächlich schaffe. Also scheint dieses Sprinten noch dafür zu sorgen, dass man auch wirklich rüberkommt an der Stelle. Verdammt. Und nächster Versuch. 41 Sekunden bis dort hinten hin. Und das ist nicht mal die Hälfte der Strecke nach dem, was ich gesehen habe. Was war das jetzt schon wieder? Was sollte das? Schnell genug bewegt, also eigentlich überhaupt nicht. Was steht hier eigentlich so Schönes rum? Alles Zeug, das total unorganisiert wirkt. Hoppala. Das hat was von einem kleinen Restaurant, finde ich. Theorie, nach einer kurzen Ablenkung läuft alles besser, war offenbar falsch. Wenn ich dann nicht mal mehr den ersten Sprung schaffe. Oh Gott. Hopp. 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 So weit. Letzter Versuch. Okay, ein Versuch, der nur 3 Sekunden dauert. 10 war jetzt immer nicht. Letzter Versuch.
Okay, jetzt reicht's wirklich. Also gut, ich werde einen dritten Anlauf hier brauchen. Wie gesagt, eure Meinung zu sowas auch gerne in die Kommentare. Oh Gott, seht ihr, wenn ich es da mal hinschaffen würde, hätte ich hier noch die ganzen Kurvensprünge hin und her. Hier rüber, dann dort das gesamte. Wie hat jemand das innerhalb von 49 noch was Sekunden geschafft? Und wir sehen ja auch das Ziel dort auf der Karte. Das ist tatsächlich dort hinten. Das ist nicht irgendwo dort drin. Okay, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns. Hinterlasst eure Kommentare zur bevorzugten Ansehmethode, was solche Versuche angeht. Wir sehen uns. Lebt wohl, kommt wieder. Adios.